kommen wir mal zur nächsten Frage. Ach, eine Force Instance-Frage. Hey! bla bla bla. Warum hast du mit Force Instance angefangen? Das ist irgendwie krass. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber jedes Mal, wenn ich die Frage lese, ist mein Kopf erstmal komplett leer. Ist ganz komisch. Und deswegen, ich muss mich immer erstmal sammeln. Und deswegen, okay, warum habe ich mit Force Instance angefangen? Weil ich es unbedingt zeichnen wollte. Und weil ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt, wann dann? Aber das ist halt eine sehr, sehr lange Geschichte. Deswegen muss man da erstmal drüber nachdenken, wie und wo man damit anfängt. Also wie es schon etwa... Oh Gott. Also vom Manga-Zeichen war ich halt immer begeistert. Das hat halt mit der Sailor Moon-Generation angefangen, zu der ich mich erzähle. Und ich habe das immer gerne gemacht. Und ich hatte auch irgendwann mal das Bedürfnis, den Traum zu haben oder mir diesen Traum zu erlauben, Comiczeichner zu werden. Das war eigentlich echt eine ziemlich coole Sache und wollte ich auch ganz gerne machen. Das Problem ist nur halt, man sieht das eben sehr realistisch, dass man... ja, mein Comiczeichner ist halt so, das ist ja kein richtiger Beruf und es ist sau schwer und man verdient damit nicht viel Geld und man kann sich damit nicht wirklich über Wasser halten und bla, und man versucht das halt alles irgendwie so ein bisschen realistisch zu sehen und dann macht sich, wird halt so fallen gelassen und dann geht man halt lieber Chemie studieren. Aber mich hat das eben nie wirklich losgelassen. Also, dass ich zeichnen wollte oder dass ich irgendwas in die künstlerische Richtung machen wollte, das hat mich nie losgelassen. Auch als ich irgendwann angefangen habe zu singen und zu tanzen und Instrumente zu spielen und lange Geschichten zu schreiben und Gedichte zu schreiben. Ja, das hat mich nie losgelassen. Und das sollte sich auch die Jahre über nicht ändern. Und ich habe dann halt irgendwann angefangen zu arbeiten und fand es richtig schrecklich. Also das war halt eine richtig doll schlimme Zeit für mich und ich hatte auch dann irgendwann überhaupt keinen Bock mehr dazu gehabt, weil es mich depressiv gemacht hat. Und ich, also gerade als ich angefangen habe zu arbeiten, war der Drang, mich künstlerisch auszudrücken, noch niemals so schlimm gewesen. Und deswegen habe ich gedacht, fuck it, jetzt machst du... Auch wenn ich die Rocket Beans jetzt zitieren muss, aber was machst du, einfach die Flucht nach vorne, brichst alles hinter dir ab und wirst jetzt fucking nochmal Mangaka. Und ja, zu der Zeit, wie ich es auch schon etwa 1 Milliarde Mal vorher schon gesagt habe, bin ich eben mit Miso zusammengekommen, also es war schon ein paar Jahre davor. Und wir hatten das RPG angefangen, ein sehr langes, ausgedehntes RPG, was am Anfang eigentlich echt nur so ein Witz-RPG war, so Spaß an der Freude und sie schreibt mir so ein bisschen, ich schreibe ihr so ein bisschen, so ein Hingedattel, aber das war halt jetzt nicht so, dass man sagen würde, oh, ah, da ist sehr viel Tiefgrund dahinter. Aber als wir irgendwann angefangen haben, neue Charaktere mit reinzuschreiben, sprich Gabriel und Abel, bekam das RPG plötzlich eine ungeahnte Tiefe. Und das wurde immer schlimmer. Also wir haben immer mehr dazu geschrieben und immer mehr Charaktere, immer mehr Situationen, immer mehr Begebenheiten. Und das, also dieses Force Instance-Universum hat sich dann irgendwann so ganz von alleine aufgebaut. Und ja, das kam dann halt irgendwann dazu, dass diese Geschichte so dermaßen krass war, dass wir gesagt haben, wir müssen die irgendwie veröffentlichen. Da haben wir uns noch gedacht, dass wir entweder eine Fanfiction schreiben über dieses RPG und das RPG halt in eine Fanfiction umwandeln, was sich aber als ein bisschen ein Schuss in den Ofen rausgestellt hat, weil das wäre extrem viel Arbeit gewesen und ob sich da jemand dafür interessiert hätte, wäre eine Frage gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt stand ich dann so am Scheideweg, werde ich jetzt weiter arbeiten oder werde ich endlich mal den Mut fassen, meine Träume zu verwirklichen, da habe ich gedacht, naja, die Vorlage ist doch da, nimm sie einfach. Und das habe ich gemacht. Ich habe die Vorlage von Force Instance genommen und habe draußen Manga gemacht. Ob der jetzt erfolgreich wird, ob ich damit irgendwas anfangen kann, ob sich den irgendjemand noch irgendwann in zu naher Zukunft vielleicht noch durchlesen wird oder sowas, das steht noch in Stern. Aber das Ding ist halt, dass ich persönlich echt Bock habe, den zu zeichnen. Natürlich aus dem einen Grund, weil ich gerne zeichne, weil ich gerne Mangaka bin, weil ich gerne diese ganze Arbeit mache. Aber halt
Der zweite Grund ist eben, dass ich mit diesem Manga, mit der Geschichte von Fourth Instance selbst schon irgendwie eine Botschaft vermitteln möchte. Und ich bin mega, mega stolz, dass diese Botschaft, obwohl ich noch gar nicht viel Kapitel gezeichnet habe, bei den meisten schon angekommen ist. Also da bin ich total stolz auf euch. Ich bin auch stolz auf mich, dass ich das so gut umgesetzt habe. Und ich hätte es niemals gedacht, dass die Botschaft jetzt schon ankommt. Und die wird sich in den folgenden Kapiteln noch sehr weit vertiefen. Und noch sehr viel wichtiger werden. Und ja, mal gucken, ob ihr es dann immer noch versteht und ob ihr das auch so auffasst, wie ich das auffasse. Und also das sind die zwei Gründe, warum ich mit Fourth Instance angefangen habe. Ja. Ich hoffe, das klärt die Frage. Wenn nicht, dann stellt bitte noch eine Frage, wenn ihr es nicht verstanden habt. Ich erkläre es gerne nochmal. Okay, nächste Frage. Ach, diese Maus. Noch eine Fourth Instance Frage. Juhu! Ist Noels Lehrer Gabriels Bruder? Viele sagen das, aber im Manga steht es nirgends. Ja. Dazu muss ich auch ein. Nehmt ihr jetzt wieder auf? Ja. Dazu muss ich, glaube ich, ein kleines bisschen weiter ausholen. Im Manga ist der Name von diesem Kerl, der Noel unterrichtet, eigentlich noch gar nicht wirklich gefallen. Und ja, es ist Michael. Und ja, er ist Gabriels Bruder. Das Ding, warum es sehr viele wissen und andere noch nicht wissen, liegt einfach nur daran, dass es Fourth Instance, von Fourth Instance, eine erste Auflage gegeben hat. Und in der wurde bereits sehr früh geklärt, dass die zwei Brüder sind und dass der eine halt Michael heißt. Ich weiß gar nicht, wie viele das von euch mitgekriegt haben, aber ich erzähle die Geschichte gerne nochmal. Es war halt so, dass ich mit Fourth Instance angefangen habe. Ich habe das gezeichnet. Ich habe 8 Kapitel bisher gezeichnet. Und dann kam irgendwann die Kritik, kannst du nicht machen. Kannst du so nicht machen, weil es aus diesen und jenen Gründen, auf die ich jetzt auch nicht weiter eingehen will, nicht funktionieren kann und auch nicht funktionieren wird. Und ich habe mir das von vielen Seiten angehört und habe dann halt auch gesagt, also für mich beschlossen, ja, okay, geht so nicht. Also die Geschichte, wie ich sie so aufgebaut hatte, funktioniert so nicht. Und die würde wahrscheinlich früher oder später sehr schnell aus dem Verkehr gezogen werden. Und darauf hatte ich ehrlich gesagt auch keinen Bock, dieses Risiko einzugehen. Und habe deswegen gesagt, ja, okay, es bringt nichts. Ich ziehe die Geschichte nochmal neu auf. Die ersten 3 Kapitel sind so geblieben, wie sie geblieben sind. Außer dass ich ein paar Namen, also ein paar Begriffe geändert hatte. Und aber die nachfolgenden Kapitel, die waren halt alle komplett anders. Die hatten einen anderen Aufbau. Es war eine komplett andere Geschichte. Also die Geschichte selbst ist nicht anders in diesem Sinne, aber der Aufbau ist eben anders. Das, was ich in den Kapiteln der ersten Auflage schon erzählt hatte und gezeichnet hatte, das wird später irgendwann noch mal so kommen. Also ich werde das nicht ändern. Ich werde die Personen nicht ändern, ich werde die Charaktere nicht ändern und ich werde auch die Geschichte nicht ändern. Irgendwann wird das kommen, aber es wird nicht jetzt kommen. Jetzt wird erstmal nur die Geschichte von Jo erzählt und ja, ihr werdet ja dann sehen, wie der Aufbau ist. Also und das ist eben der Grund, warum einige, die erste Auflage mitbekommen haben und gelesen haben, wissen, wer Michael ist und dass er mit Gabriel verbrüdert ist. Von daher. Es ist aber jetzt auch nicht schlimm, also es ist jetzt nicht irgendwie Plot-Twist-mäßig wichtig, dass man das weiß oder so. Es ist halt einfach nur ein Fakt. Wer den weiß, weiß ihn. Und wer ihn nicht weiß, der wird ihn später irgendwann aufschnappen. Fertig.